Ja, meine Damen und Herren, das erforderte jetzt ein bisschen Vorbereitung, denn wir nehmen Sie jetzt mit an einen ganz besonderen Ort, nämlich in den Kopf einer Pfarrerin oder eines Pfarrers. Liebes innere Team, Sie haben es gehört, unsere nächste Mission, Geburtstagsbesuch bei Oma Huber. Bewegung, bitte gehen Sie dorthin. Bitte klingeln. Was sagen die Sinne? Frau Huber öffnet die Tür. Grüß Gott, Frau Huber. Alles Gute zum Geburtstag. Sie freut sich. Wie reagiert sie? Sie dankt. Sie sagt, die Predigt am Sonntag war gut. Oh, Gedächtnis, worüber haben wir gepredigt? Moment. Sie wird ungeduldig. Etwas pronto, bitte. Yep, das war das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die schöne Predigt über den verlorenen Sohn. Sie lädt zum Kuchen. Fax an Magen. Was gibt's für Kuchen? Schwarzwälder Kirsch. Ausgerechnet. Auf den Schirm. Oh, Magen hat Fax geschickt. Er weigert sich. Oh, das waren wohl heute Morgen die Weißwürste mit Senf und Brezen, das Hefeweizen, der Prosecco und die Käsesahne bei Herrn Meier. Magen ist verstimmt. Das werden wir ja mal sehen. Nehmen Sie die Gabel und führen Sie ein bisschen zum Mund. Wenn wir mal sehen, wer hier der Chef im Hause ist. Also, ob das eine gute Idee ist. Es gibt auch Kaffee. Fax an Magen, es gibt auch Kaffee. Ich sag lieber nicht, was der sagt, der grummelt. Frau Huber erzählt von ihrem Sohn. Ah, dann können wir ja jetzt abschalten. Was haben wir denn heute noch? Kirchenvorstand. Ausgerechnet. Wie sind die Nerven? Na, gespannt. Na, jetzt könnte auch mal langsam diese Geschichte mit dem Sohn zu Ende sein, oder? Wir schalten uns wieder dazu. Sie möchte beten. Beten? Was machen wir denn da? Wer hat eine Idee? Also mir fällt nichts ein. Okay. Wir kontaktieren das. Kontaktieren Sie das religiöse Bewusstsein. Das hat bei Geburtstagsbesuchen immer frei. Okay, dann müssen wir es selber hinbekommen. Wer kennt ein Gebet? Gedächtnis. In dem Hirn ist alles voller Netflix-Serien und Kochrezepte. Da gibt's keine Gebete. Okay, passen Sie mal auf. Bewegung, falten Sie die Hände. Gott. Danke für alles. Und bitte höre auf uns für Frau Huber. Amen vergessen. Amen. Ja. Sehen Sie, sie zückt den 50-Euro-Schein. Nehmen, sofort nehmen. Liebes innere Team, das war gute Arbeit. So, Bewegung, wir gehen wieder raus. Wir haben das Geld. Auf Wiedersehen, Frau Huber. Wir sind draußen. Was war denn das? Das war der Magen. Okay, nächste Mission. Sofort Toilette aufsuchen.
Ja.